Hallihallo, ich bin's, der Steffen, und ja, es geht weiter mit Armored Warfare und wir spielen dieses kleine Schätzchen hier, den M113. Ja, das erste Mal und Driver auch Crank insgesamt mein engine. zweites Spiel Affirmative. jetzt, Gun, glaube ich. jam for Ja. target. Affirmative. Driver, move out. Und ja, mal sehen, wie wir das machen. Im Gegensatz zu meinem ersten Spiel mit dem, wie ist das Ding? Ja, PT-76 hieß das Teil. Hat das Ding hier eine Autokanone, ich glaube 20 mm, und ja, schießt sehr schnell. Und schauen wir mal, wie wir das hinbekommen mit dem Ding hier. Sehen wir erstmal, dass wir einen vernünftigen Platz bekommen. Das ist dieselbe Map wie bei der allerersten Schlacht. Hopp, hopp, da tauchen sie alle auf. Ich wurde gespottet. Wir hauen mal lieber. Ach du Scheiße, das war gar nicht gut. Ach du Scheiße. Damn it, move. Jo, okay, das war ein dummer Fehler jetzt. Ich hätte auch stehen bleiben können und mich einfach mit den Ketten bewegen können, aber ich glaube, das wäre nicht viel besser ausgegangen. Also sehen wir mal. Ah, da haben wir einen. Der versteckt sich so hinter diesen Strommasten. Das ist ein bisschen schwierig, den zu treffen, weil die Hitboxen sind noch ein bisschen gammelig. Der Schuss kann auch schon von einem Baum gestoppt werden oder so. Das ist ein bisschen. Also von den Ästen. So. Da soll, wo der eigentlich durchfliegen sollte. Die Bäume haben dann eine feste Hitbox da. Also, ja, ist manchmal ein bisschen schwierig, Feinde zu treffen. Ich halte mich so ein bisschen im Hintergrund hier. Ist, glaube ich, nicht so geil, wenn ich sofort wieder rausrase mit meinem halbtoten Fahrzeug. Schauen wir mal. Klettern wir mal hier den Hügel hoch. Hochfahren und klettern, alles derselbe Kram. Mal sehen, ob wir eine gute Position bekommen. So ein bisschen schräg da stehen und hier runterschießen wäre, glaube ich, ganz nett, weil die alle hier stehen. Ja, komm. Jo. Jeder Schuss ein Treffer. Also, den ich direkt abgefeuert habe auf das Teil. Nice. Das hätte auch mein Kill sein können. Oh, das zielt auf mich. Spotted, PT. Ja, das gelbe. Der gelbe Pfeil steht, glaube ich, dafür, dass man jemanden gespottet hat. Und der geht dann so in die ungefähre Richtung hin. Aber bin mir da noch nicht ganz sicher, was das so heißt. Ah, der zieht. Ah, verdammt. Da hätte ich nicht. Ich hätte nicht weggehen müssen. Das hätte auch noch ein Kill sein können. Muss ich mal vorfahren. Ja, jetzt ist er tot. Super! Der hätte nicht, sowieso nicht es geschafft nachzuladen. Wenn ich nicht zurückgefahren wäre, dann hätte ich den killen können. Okay, sehen wir mal, wie wir hier lang kommen. Ich komme hier nicht rüber, glaube ich. Ich glaube, ich will mich nicht festhängen hier an den Steinen. Das wäre ein bisschen scheiße. Also drehen wir mal. Komm, dreh dich. Karre, dreh dich. Das ist einfach nur eine fette Box mit einem Turm. Oh, yo, so geht das. Wir driften hier langsam runter. Okay, dann fahren wir einfach mal hier lang. Jo, da haben wir noch einen.
Schön hier gemütlich rumstehen. Da kommt er wieder. Ach du Feige, jetzt fallen wir nicht davor. Mensch. Ich will dem kein Teamkill hier machen. Das wäre ungünstig. Okay, mal schauen, wo hier die restlichen so Leute sind. Ah, fahren wir mal den Weg lang hier. Wir werden hier eingenommen. Unser Captain, das ist immer da oben auch sehr schön, aber mein gesamtes Team fährt dahin. Also glaube ich, kann ich mich hier um die Feinde kümmern. Aber ich glaube nicht, dass sie schaffen, den noch zurückzusetzen. Also werden wir das hier wohl verlieren. Ich kann auch versuchen, hier den... Stirb. Was? Ah, wieso hat das jetzt nicht... Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil das scheint so, als wenn das so... Ich dachte, das wäre WOT-mäßig. Wenn man jemanden trifft, dann wird das Eingenommene zurückgesetzt. Ich bin ja verwirrt. Hilfe. Ich habe den nämlich getroffen. Zwar ziemlich heftig und fast gekillt. Und eigentlich hätte das zurückgesetzt werden müssen. Weil das war, glaube ich, der einzige Typ da drin. Weil wenn da noch einer drin gewesen wäre in dem Kreis, dann wäre der auch gespottet worden. Jetzt bin ich bin verwirrt. Muss ich nochmal sehen, wenn ich selber mal was einnehme. Wenn ich dann getroffen werde, ob das zurücksetzt. Muss ich mal darauf achten. Okay, mal schauen, wie wir so waren. Was Schaden angeht, waren wir der Zweitbeste. Das ist doch mal ziemlich in Ordnung, würde ich sagen. Wir haben zwar keinen Kill gemacht oder so, aber... Ja, wir waren der Drittbeste insgesamt, was Schaden angeht. Kein Kill, wir haben 7 Kill-Assists. Das ist mal nicht schlecht. Performance. Das ist auch in Ordnung. Was haben wir hier? Das ist der Schaden, den ich gemacht habe. Ah, den einen Typen habe ich fast komplett gekillt. Und wir können ein bisschen was aufbessern hier. Erforschen wir den ganzen Quatsch mal und schalten den frei. Confirm. Oh, das können wir nicht machen. Was? Wir können einen Teil nicht freischalten. Da waren wir wohl nicht gut genug. Ja, wahrscheinlich, weil wir jetzt gerade ihn verloren haben. Bei meiner ersten Schlacht habe ich ja alles auf einmal freigeschaltet, weil ich gewonnen hatte, deswegen doppelten Bonus bekommen habe. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie haben wir das mit der Kanone hier. Ich kann auch mal gucken, wie das ist mit dem Erforschen. 2170 out of 400 earned in this vehicle. Also man muss 400 XP machen. Und 2000 XP bis zum M60. Auf das Ding arbeite ich hin. Der sieht schön aus. Und so geht es weiter. Leopard 1, M60 A3, Leopard 2. Details. Was? Jetzt habe ich hier... Okay, der Leopard, den haben wir jetzt hier. Der sieht ganz nett aus, aber wir machen den ganzen Kram wieder zu. Das will ich gar nicht. Das ist auch ein interessantes Teil hier. Es geht nur bis Kampfrang 6 hier gerade. Es geht insgesamt bis Kampfrang 8. Aber in der Klos Peter hier geht es nur bis Kampfrang 6. Also ich glaube, dass es bis 8 ging. Ich meine, dass ich das mal gelesen hatte. Könnte auch sein, dass es bis 10 geht. 8 ist eigentlich sowieso eine komische Nummer. Was haben wir hier? Hier haben wir die... Das ist von den anderen Dealer. Also man bekommt die Panzer von Dealern. Es gibt keine Tech-Trees, die nach Nationen aufgeteilt sind. Ja, alles recht modern. Ich weiß nicht, bis wann die Panzer gehen. Bis in die 80er oder 90er oder so. Also die bis Kampfrang 6. Aber naja, das war's. Aber meine zweite Schlacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.